Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal und zum Gartenarbeiten für den März. Wir fangen direkt an mit der Aussaat. Wir hatten heute einen wunderschönen sonnigen Tag. Es ist allerdings sehr trocken und dementsprechend erstes Thema für die Aussaat, die wir schon gemacht haben, gießen. Ja, mit Wasser, wie man auch am Teichstand erkennen kann, sieht es nicht so prickelnd aus. Wir haben zwar vor ein paar Tagen mal so um die 5 Liter Regen gehabt. Ich glaube, über 3-4 Tage waren es dann 7 Liter, aber das ist nicht nennenswert. Ja, und was haben wir hier gemacht? Wir haben Radieschen ausgesät und wir sehen, ohne Mulch ist die Füllung jetzt schon wirklich sehr trocken im oberen Bereich. Dementsprechend ein klein wenig angießen. Vorerst zupfen wir aber hier mal Unkräuter raus und auch den Feldsalat, der hier vereinzelt noch wächst, ernten wir heute auch ab. Denn ja, ich möchte das Bild jetzt mal ein bisschen einheitlicher haben, dann mit Knoblauch und eben Radieschen. Habe ich so noch nicht gemacht, sollte aber hinkommen mit der Vegetationsdauer der beiden Gewächse. Gut, ja, zum Einebnen kann man hier tatsächlich einfach mit der Hand machen. Ist ja wirklich eine sehr feinkrümelige Geschichte und wird jetzt auch nicht großartig aufgefüllt. Ja, kleine Feldsalaternte nebenbei, freut mich. So, wir machen ein klein wenig feucht. Und zwar überall. Und wenn man ein bisschen gewartet hat, bis das Wasser sich setzt, kann man mit dem Finger einfach 2, 3, 4 cm tiefe Löcher machen und ja, aussäen. Ich zeige euch wie. Also ich glaube, der Arbeitsschritt hier sollte relativ schlüssig und klar sein. So, was haben wir denn da? Wir haben zwei Sorten Radieschen. Einmal die 28 Tage. Hier von der Flora habe ich gefunden, fand ich wegen dem Namen ganz spannend. Ich denke, es wird einfach ein rundes Radieschen sein, was wohl 28 Tage dann eben Vegetationszeit hier hat. Sind wir mal gespannt. Kommt natürlich auf den Aussaatzeitpunkt auch an. Und dann haben wir die Eiszapfen vom Garten-Gemüsekiosk. Und auf die bin ich eher gespannt, denn es wird doch wohl recht trocken werden das Frühjahr, so wie es sich bisher abzeichnet. Und dann ist das Wuchsverhalten der Eiszapfen, das halt wirklich ein bisschen länglicher war, wachsen, eher so typisch rettichartig oder langrettichartig. Ganz zuvorkommend hier im Hochbeet oder spielt uns in die Karte. Nebendran habe ich weiße Radieschen, runde. Wie die Sorte genau heißt, weiß ich nicht. Kann ich euch aber auch noch einblenden. Ausgesät. Auf die sind wir jetzt gespannt. Das war vor 4-5 Tagen. Es könnte so langsam was hochkommen. Gibt ja auch momentan keinen Frost mehr. Ja, und jetzt rein mit dem Saatgut. Viel zu viel. Könnte natürlich auch ein bisschen enger säen, später pikieren. So mache ich das in der Regel auch. Kann die Löcher natürlich auch hier so mit der ganzen Hand machen. Hat eigentlich schon passenden Abstand so von 3, 4, 5 cm. Aber hier durch den Knoblauch greifen wir jetzt mal auf die Reihe zurück. Ich habe 3 Reihen gemacht. So sieht das dann aus. Jetzt folgt der Prozess des Verschließens. Oh, da haben wir einen Samen zu viel. Kommt zwischen rein. Ja, im Prozess des Verschließens ist es hier ein bisschen mit den Fingern zusammenzudrücken. Man könnte ja auch natürlich mit einer Kelle drüber gehen und hier so draufklopfen. Ja, aber jetzt gerade nichts zur Hand. Machen wir so mit den Fingern. Und ich mag das auch, ja, tatsächlich irgendwie hier wirklich mit den Händen auch ohne Handschuhe zu schaffen. Aber ich habe manchmal ein bisschen mit der Kamera schwer dann. Klein bisschen anklopfen kann man natürlich noch zum Schluss. Dann war es das aber auch. So, dann hoffen wir mal auf eine Ernte in 28 Tagen oder ja, wenn es 5 Wochen werden, bin ich auch nicht traurig. Ist in Ordnung. So, eure Lieblingsradieschensorten, Sortentipps, gerne unten in die Kommentare. Wir ziehen mal weiter zum nächsten Hochbeet. Und hier in dem Hochbeet haben wir auf jeden Fall mal, würde ich so sagen, einen besseren Feuchtigkeitshaushalt. Ist auch sehr schnell erklärt. Hier sehe ich gerade tatsächlich einen Regenwurm auf Tour. Ja, den legen wir einfach mal hier seitlich hin. Der weiß schon sein Geschäft richtig zu verrichten. Ja, auf jeden Fall, es ist leicht erklärt. Wir haben hier direkt, wir haben hier Mulch aufliegen. Dadurch haben wir uns am Boden bedeckt, mehrfach austrocknen geschützt. Für die Bodenlebewesen ist auch ein bisschen einfacher tätig zu sein. Wir haben eine Nahrungsquelle natürlich und wir haben vor allem in den ersten Zentimetern oder Millimeter einen feuchten Boden. Wir können ihn zusammendrücken, kleinen Ballen, Bolle formen. Was haben wir noch für einen Vorteil hier beobachten können? Unkräuter lasse ich wirklich auch gut mit Wurzel hier rauszupfen. Da überwiegend ist der persische Ährenpreis.
Den entferne ich jetzt hier mal. Und wenn wir was hochkommen lassen wollen, wie ein Feldsalat, lassen wir ihn mal wachsen. Da überlege ich mir, den noch blühen zu lassen. Aber Ehrenpreis ist erstmal raus. Und ansonsten, eigentliches Thema, ja, wir haben hier doch etwas gelbe Spitzen hier beim Knoblauch. Auch bei den jüngeren Blattpaaren, vor allem hier bei uns im ältesten Knoblauch im Garten, den wir am frühesten letztes Jahr gesteckt haben. Also hier wird es jetzt mal wirklich Zeit in den nächsten Tagen für die Frühjahrsdüngung beim Knoblauch. Macht es dem kleinen Knoblauch da drüben was aus in dem Entwicklungsstadium? Ja, viele Gärtner, viele Meinungen. Ich würde mal sagen, nein, macht nichts aus. Der hat hier ja schon sein zweites, teilweise auch drittes Blattpaar. Alles in Ordnung. Und letztendlich haben wir hier auch ein sehr homogenes Substrat. Wie schaut es bei euch mit dem Knoblauch aus? Habt ihr das schon gedüngt? Düngt ihr überhaupt? Gerne Kommentar da lassen. Und jetzt würde ich sagen, gut, Feldsalaternte haben wir schon oft gehabt. Das lassen wir mal im heutigen Video weg. Aber wir sehen noch was weiteres aus. Hier in dem Beet haben wir ordentlich Platz. Und hier oben in dem Eck, das schaut mal, ich behaupte ganz gut hier für Spinat aus. Jetzt im März empfiehlt sich sowieso gegen diese Dinge hier wie das Fünffingerkraut nochmal intensiv tätig zu werden. Gundermann könnte man abernten, habe ich aber wirklich, ach komm, da nehme ich mir ein bisschen was mit von Blüten, aber da haben wir so viel hier wirklich im Garten, in der Umgebung. Ja, und dazu brauche ich, denke ich, nichts sagen. Sie sind nicht wirklich perfekt geputzt oder über den Winter gebracht worden. Ich bin Schlamper, aber ja, Krüme und Unkrautscheck werden uns hier trotzdem ordentlich jetzt helfen. So, ein bisschen was vom Gundermann setze ich um. Der ist für mich wirklich nicht nur lästiges Unkraut, sondern eine, ja, Pflanze, die ich ganz spannend finde per se. Und ein klein wenig von Gundermann Minztee kommt auch noch so mit. So, ein bisschen was kam zusammen. Löskindel haben wir auch gefunden. Jetzt machen wir am Boden nochmal schön fein krümelig und eben hier. Geben besonders Acht hier auf den Rand. Hier ist zwar ein bisschen mehr Erde aufgelockert, aber grundsätzlich arbeiten wir in so einer Tiefe von 5 cm, 3 bis 5 würde ich sagen. Mehr Löskindel. Wir können hier auch auf so verkruschte Bollen drauf gehen und sie wirklich hier mit den Krümellöchern schön feinkrümelig bekommen. Überall, wo ich merke, dass da vielleicht noch mal Wurzeln sind, zum Beispiel hier, hat schon schön Ausläufer, ist eines dieser Wiesengräser. Ja, da gehe ich halt noch mal ein bisschen stärker durch. Dann wird natürlich noch eingeebnet. Wieder ein Löskindel, eine Walnuss. Alles, was wir da drin haben wollen, jetzt oben aufliegt, ziehen wir jetzt nochmal ab. Und dann ziehen wir eine Saatreihe, die hoffentlich halbwegs gerade. Hier müssen wir auch noch mit der Kante ein bisschen nacharbeiten. Aber, ja, wir wollen den Boden hier einfach jetzt nicht zu arg umgraben, vor allem wegen den Bedingungen. Und weil wir das Projekt hier schon länger fahren, mit auch da diesem hochbeetfüllungsmäßigen Aufbau hier drin. Ist ja unten Holz reingekommen, Reste vom Mais und ja, eben die typischen Schichten sozusagen. Ja, 2-3 cm tief wird es sein, das passt. Machen wir noch eine zweite Reihe. Abstand, sagen wir mal wohlwollend, 20-25 cm beim Spinat. In der Reihe werden wir dann nochmal vereinzeln sicherlich. Die Sorten sind ein Thema für sich. Wir haben jetzt nochmal einen besonderen Fall. Wir haben eigentlich ja einen Herbst- oder Winterspinat. Ja, ein Frühjahrsspinat oder eine typische Sorte wäre wahrscheinlich geeigneter, könnte man sagen. Aber ich habe auch damit schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Wenn man den vielleicht noch ein bisschen früher sogar ausgesät hätte, hier unter Folie, wäre das natürlich auch noch eine feine Sache gewesen. Und wir hätten jetzt schon kleine Pflänzchen. Aber auch so, zumindest für Babyleaf, wird es reichen. Na, gucken mal, das mal jetzt mal so einen Abstand hier. Schon mal gleich von 2-3 cm auch bei der Saat. Einfach einhalten. Bin ja manchmal recht spendabel, was das Saatgut hier für eine Aussaat angeht. Oder ich übertreibe es, sagen wir es einfach, wie es ist. Ja, und vielleicht kommt ja hier der Standort im etwas schattigeren Bereich von dem großen Beet, dem Verdil, entgegen. Ja, zumachen können wir natürlich dann auch gleich mit den Händen, wenn wir schon hier unten sind. Und
ja, ich krieche einfach gern rum, muss ich sagen. Hab's ja schon mit den Händen gesagt hier. Dieser Bodenkontakt ist echt irgendwie, ja, eine schöne Sache. Kann es aber natürlich auch einfach hier mitmachen. Ja, kein Problem. Schieben zuerst die eine Seite zu. Kann man ja auch so ein bisschen wie einen Flug machen nochmal auf die Seite. Und dann hier rüber, zack. Das letzte Stück lasse ich hier mal noch drüben zur Markierung offen, dass ich nicht vergesse, wo. Ja, und dann wird halt zugedrückt. Also geht beides. Reinmarkierung steckt und jetzt noch angießen. Wo wir die Kanister runterholen und dann kann man viele. So. Gut. Über 10 Kanister. Und wann sieht man dich mal wieder im Garten? Ja, demnächst. Demnächst, gut. Das merken wir uns. Ah ja. Demnächst geht's los. Jetzt noch so eine kleine Gartenarbeit hinten, die erstmal nicht physischer Natur ist, sondern sich eher ums Beobachten dreht. Wir fangen schon hier an, weil da drüben sehe ich was. Da drüben ist eine Forsythie, die ist verwildert und ja, solche Gewächse oder Forsythien bringen der heimischen Insektenwelt nicht viel. Die haben keinen Pollen und Nektar, die allermeisten Züchtungen. Und jetzt schauen wir mal, was bei uns drüben in der Wiese wächst oder auch so im hinteren Gartenbereich. Direkt hier haben wir so ein kleines Sammelsurium unter der Korkenzieher-Haselnuss von wunderschönen Schlüsselblumen, die jetzt auch durch den Regen, denn wir hatten einen kleinen, doch ja, hochgeschossen sind, kann man sagen. Dann haben wir die Buschwindröschen, die sich hier auch von alleine angesiedelt haben. Wir haben natürlich auch noch da weiter hinten das blühende Schaboxkraut, was man jetzt in der Blüte dann nicht mehr verzehren sollte oder ab der Blüte, auch so nur in ganz kleinen Mengen. Ja, die heißen sie Schneeglöckchen, genau, die sind schon verblüht. Und ja, es wird sich ja noch die ein oder andere Traubenhyazinthe blicken lassen, die hier sich verwildert hat. Aber es sieht ordentlich aus. Da hinten haben wir auch ab und zu mal dann schon ein kleines Veilchen stehen. Das zeige ich euch auch noch natürlich. Und ich bin hiermit eigentlich sehr zufrieden. Nebendran sehe ich auch noch, dass wir bei den Eiben keine Pollen mehr, auch noch ein paar Blüten hatten. Das ist natürlich aber immer davon abhängig, wie man die hier schneidet. Obendran haben wir die Haselnuss, mein Todfeind, ist jetzt aber relativ, ja, verblüht. Gut, fangt es doch schon ein bisschen wieder an zu jucken in den Augen. Also ziehen wir mal weiter nach hinten. Und hier hinten haben wir noch mehr Schlüsselblumen, wo ein bisschen mehr rumgetrampelt wird, sind sie natürlich kleiner. Wo weniger gelaufen wird, sind sie größer. Die hier hinten sind immer die größten. Und wenn ihr Schlüsselblumen oder auch andere Gewächse im Garten ansiedeln wollt, bitte beachtet, dass Wild entnehmen in der Regel verboten ist. Das sind streng geschützte Pflanzen. Vielleicht bekommt er sie irgendwo anders. Vielleicht haben Freunde sie ja auch im Garten. Dann hilft man, denke ich, damit auch der Verbreitung weiter von solchen geschützten Sachen. Eine gewisse Expertise ist natürlich irgendwo möglich, wenn man es macht, dass man auch einfach eine gesunde, intakte Pflanze irgendwo nimmt und dann halt ja keinen Erfolg eben hat. Bei Veilchen hat es zum Beispiel auch funktioniert. Da hat Opa auch schon von hier im Garten welche entnommen und in den Vorgarten gepflanzt. Die verbreiten sich auch wirklich jedes Jahr weiter. Freut mich sehr. Die Veilchen schauen wir uns jetzt auch noch an. Schauen wir es uns einfach kurz an. Hier haben mittlerweile Veilchen und hier rüber sind sie gewandert und direkt neben dem Pfirsich. Ja, und wenn wir schon mal hier sind, weitere Gartenarbeit jetzt natürlich auch im März des Beernten der ersten Wildkräuter. Und hier haben wir unsere japanische Heilminze. Und das hier reicht schon für eine Tasse. Diese jungen Triebe sind wirklich so kräftig. Ganz, ganz feine Sache. Und bei der sibirische Blaubeere oder Kamtschatka-Beere oder Maibeere, wie auch immer, haben wir schon ordentlich Betrieb. Und der Großteil der Veilchen, der hat sich hier um den Kirschbaum rundum verteilt. Das ist ja auch wirklich unglaublich, wie das hier, oh, ja, wie das hier einfach hoch riecht oder duftet. Das wäre mal eine Marktlücke, den Geruch so wie bei den Frischen zu konservieren. Aber so weit bin ich im Thema Selbstversorgung, ohne dass es in die Richtung Parfüme geht. Nun gut, warum mir wichtig oder warum eine Gartenarbeit? Ich sehe es auch da hinten blühen weiß, die Schlehen. Einfach schauen, was wächst bei mir in der Umgebung. Gibt es genug Angebot? Was kann ich tun? Wo ist vielleicht auch eine kleine Lücke eben da? Was hat es hier auch nicht? Vor allem eben im Bereich heimische Wildkräuter, Wildpflanzen. Wobei das heimisch, da wird ein sehr zeitlich geprägter Begriff ist. Wann setzen wir den Punkt? Wenn wir es ja genau nehmen, ist ja der Apfel bei uns auch absolut nicht heimisch. Aber wir sehen es also so ein Gewächs an. Nun gut, es gibt auch Nahrungsquellen.
Die sind für bestimmte Insekten besonders geeignet oder manche Insekten sind auf eine Nahrungsquelle angewiesen oder auf eine Form des Nistmaterials, Stichwort Sandarium und so weiter für sehr viele Wildbienen. Großteil der Wildbienen nistet bei uns im Boden, auch wieder interessant. Sehr, sehr weites Thema. Ich fange mit so kleinen Baustellen an. Dementsprechend beobachte ich weiterhin, was wächst hier überall. Wir haben auch noch einen persischen Ehrenpreis, da oben auf der Wiese der Löwenzahn. Also ich denke, ein breites Spektrum ist auf jeden Fall vorhanden. Und fast hätte man sie vergessen, ich habe gerade schon eins gegessen, unsere Gänseblümchen, die haben ja auch in Hülle und Fülle wirklich vorhanden. Was sind eure Gartenarbeiten im März? Gerne einen Kommentar da lassen. Ansonsten danke ich euch wie immer fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Projekten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.